Es war einmal ein kleines Melix, das ein Video auf seinem Computer geschnitten hat. Doch plötzlich stürzte Melix PC ab. Melix probierte den PC wieder einzuschalten, doch es ging nicht. Und so kamen mehrere tausend Jahre keine Videos, bis zu diesem einen Tag. Yo, Leute, zu einem neuen Video! Heute mit meiner Katze. Hello there. Nee, liebe Freunde, nämlich heute machen wir ein Video. Jo. Viele haben gefragt, warum war der Topcomment im letzten Video nicht da? Und der Topcomment vom vorletzten auch nicht. Das geht doch nicht. Das machen wir jetzt erstmal. Let's go. Gut. Und der liebe Topcomment von heute, also von dem Video, die unlustigsten Witze. Ha. Eine kleine Einblende vom Video. Das ist weiß und guckt durch Schlüsselloch. Ein Spannbettlaken. War echt sehr witzig. Und ich will ins Fernsehen. Wer es noch nicht gesehen hat, war mega cool. Nathaniel. Der Topcomment von diesem Video. Wow, super Nathaniel. Und von dem Video. Player77. Schafft es, dieses Schnitzel Topcomment zu werden. Alles klar. Der Drucker ist kaputt. Kito. Hey, ist der Drucker dumm? Ja, hier ist doch Papier. Bist du dumm? 5 Minuten später. Oh, schon fertig. 3, 2, 1. What? Leute, das Blatt hat sich jetzt einfach zu dem verwandelt. Oh mein Gott, und wo kleben wir Player77 hin? Das ist jetzt die Frage. Ach ja, wenn ihr auch Topcomment werden wollt, was ist Topcomment? Topcomment ist der Kommentar mit den meisten Likes unterm letzten Video. Also kommentiert hier einfach mal, ich bin cool, ich will Topcomment werden. Das Video war super, nein, war es nicht. Kappa Klaus, Punkt, fertig. Und dann werdet ihr vielleicht Topcomment und kommt auf diese Wand. So, wo kommt dieser denn jetzt hin? Der Player77 hat die Ehre, hier reinzukommen. Und der Mr. Toastbrot. Gut, dann haben wir nur noch Nathaniel. Der kommt hier schief. So, das war der Topcomment. Und ich hätte jetzt gesagt, ich habe auch eine neue Frisur. Also Leute, warum kamen keine Videos mehr? Seit 5 Tagen ohne Melix. Seit 2 Wochen fast ohne Melix-Video. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Aber Leute, warum kamen denn keine Videos? Hauptsächliches Problem war, ist mein PC hin? Genau, mein Computer war weg. Und ich schneide die Videos, also diese Einspieler so, wie der hier. Alles klar? Den muss man ja auf einem Programm am Computer reinmachen. Und ich hatte keinen Computer. Also Leute, da setze ich mich einfach mal hin und sage mir so, jo, mein Computer ist einfach kaputt gegangen. Es war so ein Bluescreen, wie ihr gesehen habt. Und auf einmal, pff. Und deswegen ist er jetzt bei der Reparatur. Also kurz gesagt, der Computer ist einfach aus dem Nichts kaputt gegangen. So. Dann habe ich gleich was Superschnelles gemacht. Bin auf Problemsuche gegangen und habe nichts gefunden. Er war einfach kaputt. Dann bin ich zum Reparaturservice gewalkt und habe ihn dort abgegeben. 5 Minuten später. Ich kriege einen Anruf. Ja, hallo? Der PC ist abholbereit. 5 Minuten später. Wir gehen jetzt rein. Bro, kann mal sitzen. Alles klar? Das ist der Beta. Na, so, liebe Freunde, wir sind jetzt hier live aus, was haben wir? Wir kommen zu meinem Video. Also wir sind hier wieder im größten Kraft der Welt in Mehlhausen. Und was wir hier machen, ist einfach nur mit Kamera Bernd und... Und der Rest. Einfach rumstehen. Einfach hier rumstehen, weil mein Computer wieder von der Reparatur zurück ist. Heißt, jetzt kommen wieder mehr Videos. Freut ihr euch schon? Nein. Leute, wir haben einen Dieb gefunden. Tobi! Ich habe jetzt gerade 5 Euro für Eis ausgegeben. Aber liebe Freunde, wir haben YouTube Money Regeln. Andrea Bocelli, Fans aufgepasst, wir haben 4 Karten abzugeben. 25. Juli, die hat Rollen, die hat jetzt an die. Jo Leute, was geht? Ich sitze hier gerade auf dem Gepäckträger. Läuft bei dir. Wir fahren jetzt runter im Radl, die werden ihn halt tanken. Voll Idioten beim Radl fahren. Hui, aber her!
Jetzt hat er einen Helm auf, sehr vorbildlich. So, und jetzt da ist die Volksschule da rechts. Oder links, hier, aber rechts und links Schwäche. Ja, aber wir finden, das ist jetzt eine allgemeine Frage. Ah, ja, wirkliche Probleme, gell? Hallo Freunde, wir gehen jetzt zu dem Kreisel-Dingbums-Teil mit Melix himself. Ja, und wir sind und ja, Felix hat hier ganz viel Spaß, deswegen gehen wir auch mit ihm dahin. Mit dem Rad, weil er kann genau diesen Radius hier fahren. Euch jetzt viel Spaß hier bei der Aufnahme. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme jetzt gefallen. Jetzt gehen wir wieder raus. Und hier sehen wir eine Wassermelone. Have fun on this channel, we help you enjoy it and yeah. Also da sehen wir jetzt einen Melix, der viel Spaß im Spielplatz. Jetzt genug mit Kameramann TV. Oh Leute, wir sind hier wieder im normalen Vlog Kameramann Bernd TV. Wer mehr von Kameramann Bernd TV sehen will, der liked das Video, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr Kameramann Bernd TV sehen wollt. Und folgt auf jeden Fall. Den auf Insta, muss man auf jeden Fall. 5 Minuten später. Hallo? Hi. Was ist? Ja, sollen wir die Abmoderation machen, oder? Ja, machen wir die Abmoderation, oder? Ja, klar. Das ist Job. Jo, Leute. Das war's erstmal hier von Video. Abonniert auf jeden Fall diesen Channel in den nächsten Wochen. Die werden fett.